Ja, hallo Freunde und willkommen zu einem neuen Let's Play mit mir auf Karin Farm, das Game Day. Und heute spiele ich und fahre den Truck, so wie Dirk, dem von Truck Diary fährt, also sein Mercedes Actros. Ja, ich habe hier ein Xbox Trans nicht dran, also kein Xbox Trans Skin, aber dafür habe ich seinen Trailer. Und das finde ich auch richtig, richtig geil gemacht, also von den Modder. Echt guten Job gemacht, ne? Ich wollte den diesen Trailer ja auch selber machen, aber ich hatte nie so richtig Referenzmaterial, aber ich finde den hier richtig gut gemacht. Und ja. Und ja, das ist so seine Truck-Kombination. Also ihr fährt ja den Mercedes Actros, ne? In weiß, da steht ja auch Xbox dran. Und ja, deswegen habe ich auch nicht so viel Dekoration dran gemacht, weil ich weiß, dass der Jörg ja nicht so viel an seinem Truck hat, ne? Das ist ja ein Firmentruck und nicht sein persönlicher, ist persönlich zur Verfügung gestellt, aber nicht sein persönlicher, also gehört ihm nicht persönlich zu. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich denke mal, wir steigen in den Truck ein und wir fahren schon mal los. Ja, schlechte Nachricht. Mein Lenkrad ist leider kaputt. Mein Driving Force GT ist kaputt. Jetzt muss ich mich leider ohne begnügen. Er hat zwar Garantie, aber ich weiß es noch nicht, was es mit der Garantie auf sich hat. Ob die wirklich was dran machen. Ich schreibe jetzt mit Logitech, weil der Händler, wo ich ihn gekauft habe, sich nicht darauf einlässt. Und ja. Ich will mal sehen, was Logitech dazu sagen wird und ja, ob die mir das ersetzen können oder nicht, weil Geld von Logitech kriege ich ja nicht, weil ich habe es ja nicht von Logitech gekauft, sondern von einem Händler. Ja, und will ich mal sehen, ob ich den wirklich ja, ersetzt bekomme oder nicht. Da steht noch mal in den Sternen. Deswegen fahre ich jetzt wieder mit Tastatur, ja. Aber wie gesagt, ich will mir das abgewöhnen mit dem Einblendspiegel, weil mich, ich sag ganz ehrlich, die Einblendspiegel nerven mich. Ganz ehrlich, ich habe die nie ertragen können. Und deswegen sind sie für mich ja ein bisschen überflüssig geworden. Und ja, ich, wie gesagt, ich will mir halt die Einblendspiegel abgewöhnen, denn in der Realität hat man ja auch kein Einblendspiegel. Rüber, das war ja noch im roten Bereich, war hier über rot rübergefahren. Was für ein Schlängel, ja. Ja, unsere Tour führt uns nach Odense in Dänemark. Ja, nicht die übliche Route von Dirk, ne? Aber ja, ich habe meine Zentrale, also hier im Spiel in Bremen, da ich ja in der Realität in der Nähe von Bremen wohne, ne? Und ja, deswegen habe ich auch sozusagen als Lokalpatriot mir die Zentrale in Bremen gemacht.
Und ja, vor allem mit dem, wie gesagt, mit der Kombination jetzt von Dirk, also von Truck Diary, wer seinen Kanal nicht kennt, sollte mal vorbeischauen. Er ist ein LKW-Fahrer und ja, ein ziemlich sympathischer Typ. Ich bin auch bei ihm abonniert, mir gefallen auch richtig gut seine Videos. Weil, wie gesagt, er zeigt auch die Realität des Truckfahrens. Ja, er fährt ja viel Nahverkehr. Ja, was ich auch hier so im Eurotruck mache, fahre auch viel Nahverkehr, weil mir gefällt das besser, wenn ich mehrere kleine Aufträge mache, als statt einen großen, richtig lang, ewig dauernd. Na, gefällt es mir viel besser, dass ich so kleine Verkehr auch, ja, Aufträge fahre. Ne? Gefällt mir auch viel besser eigentlich. Statt einen großen Auftrag zu fahren, ne? Wie manche anderen Let's Player machen und ja, ich sag mal, viele tausende Kilometer oder hunderte Kilometer verbringen, also nicht wahr. Wie gesagt, dieser dauert nur 324 Kilometer. Es ist auch verträglich mit dem Let's Play. Ich versuche auch immer so in den Let's Plays so gut wie möglich mich in der Zeit einzuhalten und ich mag es auch nicht gerne immer die Videos 20 Minuten aufnehmen und dann wieder, ja, mir ist das lieber, ich mache ein Let's Play und ich fahre von A nach B und dann habe ich das schon. Ja, was ich noch in diesem Let's Play sagen wollte ist, ja, Thema Mods, ne? Mods, so werde ich auch diese Folge nennen, weil ich finde das schon richtig gut, wenn man mit Mods arbeitet und ich finde einige verkomplizieren ihr Leben, sag ich mal, unnötig, ja, Modverträglichkeit und dies und jenes und extra Listen dafür anzufertigen, welche Mods funktionieren nicht und welche Mods funktionieren. Ich probiere die einfach aus, funktionieren die nicht, kommen die bei mir in die Tonne. Fertig, aus die Maus. So einfach ist das bei mir. Ich fahre die Mods, die mir Spaß machen. Ich habe keinen besonders bevorzugten Modder. Und ja, ich fahre auch Mods von RDR Mods, wenn die mir gefallen und die sich mit meinem Mods vertragen, fahre ich die, wenn nicht, fahre ich die nicht. Also ich fahre alles, was mir Spaß macht. Wenn mir der Mod nicht Spaß macht, dann fahre ich den einfach nicht. So einfach ist das. So einfach ist das so. Gesagt, also ja gut, meine Favoriten habe ich ja auch. Ihr wisst ja, ich fahre ja auch gerne den Scania von RTL, aber ich bin immer offen für andere Mods, ne? Was ich nicht so viel einführe, ist bei mir Verkehrsmods, da ich mir die Performance doch lieber für die Trucks erspare, ne? Also da spare ich für die Trucks lieber, da habe ich lieber einen schönen Truck als einen Verkehrsmod. Weil ganz ehrlich gesagt, mir ist das egal, ob hier so BMWs, Alfa Romeos und was alles noch gibt, hier herumfahren. Der einzige Verkehrsmod, den ich mir gegönnt habe, ist den American Truck Simulator. Und zwar ist das Classic Cars, also so Muscle Cars, ne? Aus den 60er, 70er Jahren von Jazzy Cat. Das ist. Und den habe ich auch reingenommen, weil da waren ja nur 5 Autos. Also 5 Autos, die zum Verkehr hinzugefügt wurden.
Und ja, für mich ist das total ausreichend. Ich brauche nicht mehr extra irgendwelchen Verkehrsmods und keine Ahnung. Ja, da im Gegenverkehr ist ein richtig wichtiger Mod gefahren. Und da kommt noch einer, ja, auch das Gameplay-Trailer. Der ist auch natürlich im Verkehr eingefügt, weil das sollte man ja auch sehen, damit ich auch Werbung für meinen Kanal fahre. Ansonsten habe ich keine andere Verkehrsmods drin. Weil, wie gesagt, die kosten mich Performance, da kaufe ich, ja, da lade ich mir einen richtig schönen Truck runter und dann fahre ich mit ihm. Und das ist mir viel, viel wichtiger als ja, andere Sachen. Ich habe zum Beispiel in American Truck Simulator einen Mod gefahren, ein Scott, ja, ein regelrechter seltener Truck. Ja, selten, weil ich kannte ja die Marke noch nicht. Ja, Mack, Freightliner, Peterbilt und so weiter. Kenworth, und das sind so die Marken, die ich kenne. Und ja, diesen kannte ich ja noch nicht, den Scott. Ja, und den habe ich mir geholt, den Scott Truck, und ausprobiert. Das Einzige, was mich gestört hat, er hatte beeinflusst gewisse Mods, und da hat er. Da waren keine Texturen mehr an gewissen Stellen und das sah so pink oder ja, rosa aus, ne? Das ist ja so ein Ersatztextur, was das Spiel anbietet. Ja, natürlich habe ich den entfernt. Obwohl ich den, sag ich mal, den Truck, also von der Performance her, sehr gerne gefahren habe. Aber das war ja so sein Fehler. Ja, und wie gesagt, ich probiere Trucks aus. Die mir Spaß machen, fahre ich. Und ansonsten fahre ich die nicht, wenn die mir nicht Spaß machen. Ja, und in Zukunft werde ich auch auf die Pro-Mods und DSM-Map verzichten, weil ich denke mal, mir persönlich reichen. Mir reicht die Standard-Map aus, und ich muss auch sagen, ich kann nie wirklich, also auf meinem Computer, beide Maps auf einmal spielen. Also, dass ich hier in einem Profil die DSM-Map habe und in den anderen die Pro-Modes, und dann, dass ich mit den beiden fahre, kann ich leider nicht. Es kostet mich zu viel Performance des Rechners, und ja. Irgendwie werde ich auch auf die Maps verzichten. Weil, wie gesagt, ich komme eigentlich mit der Standard-Map sehr gut zurecht. Ja, SAS wird auch Teile ja, erweitern. Also, ihr seht ja auch, was mit der Frankreich-DLC los ist. Die haben ja auch schon ordentlich ja, ordentlich zugelegt mit dem Frankreich-DLC, und das finde ich auch richtig gut. Ja, wir fahren heute Richtung Skandinavien, weil ja, wie gesagt, wenn ich die Zentrale in Bremen habe, ich habe extra nach dem Trailer gesucht, ne, dass ich den auch kriege, ne. Und ja, Hamburg war der zu kriegen, und dann ist das natürlich klar, dass ich ja den Trailer nehme. Ja, was ist noch erschienen? Es ist heute, also vor ein paar Tagen, sind zwei neue Paint Jobs erschienen, ne? Einmal der Romanian Paint Job, was für mich auch sehr bedeutend ist, und ich habe den sofort gekauft. Und den Australian Paint Job, den habe ich mir auch geholt. Und
Ja, ich sag mal so, zu dem Thema Paintjobs und DLCs, ich habe alle. Ja, ich habe ausnahmsweise, nicht ausnahmsweise, sondern ausnahmslos alle, so wirklich alle Paintjobs und wirklich alle DLCs, sowohl in American Truck Simulator als auch in MTS2. Gut, in American Truck Simulator ist das ja nicht so schwer, ne? Da sind ja nur ein paar, ne? Und da hat man die ja schon schnell zusammen. Hier in Euro Truck Simulator sieht das ein bisschen anders aus, aber ich habe wirklich alle zurzeit die zur Verfügung stehenden DLCs habe ich mir alle gegönnt und gekauft. Ja, ich habe die so weit gekauft, wo es zur Verfügung stand, ne? Also die waren reduziert und da habe ich die mir so gegönnt. Ja, ich habe einiges Geld reingesteckt, ich weiß, aber dafür habe ich wirklich alle Paintjobs. Ja, den Michelin-Reifen-Mod habe ich mir auch gekauft. Da habe ich ja eine Mod-Vorstellung davon gemacht. Und ja, denke mir mal, ich werde wieder, also ich habe den Ehrgeiz jetzt, mir alle Paint-Job-DLCs zu holen, also alle DLCs. Aber nicht nur Paintjob, sondern alle wirklich hier zur Verfügung stehen und die SS einführt, will ich mir alle holen, weil ich will die alle haben. Jetzt habe ich damit angefangen und ja, es werden ja nicht mehr, es kommen schon welche, aber es kommt ja nicht mehr, ich habe nicht mehr so die Menge, die ich gehabt habe zu kaufen. So. Und ja, endlich habe ich die gekauft und hab die alle. Für mich geht es auch nicht immer um, ob es sie mir gefallen oder nicht. Ja, ich weiß, der Kunde wartet. Ich bin ja auch schon unterwegs. Bleib mal ganz ruhig, Junge. So würde das der Dirk sagen. Ja. Ja, für mich geht es darum, dass ich die Trucks richtig dargestellt bekommen in den Multiplayer. Ich möchte gerne, wenn ich Multiplayer fahre, will ich die endlich alle sehen. Ja, ich bin auch froh, dass die Schwarzmüller DLC auch eingeführt wurde. Das finde ich auch sehr gut. Ja, es wurde auch endlich Zeit, auch die Finnland-Lackierung wurde eingeführt und die belgische Lackierung, ich weiß es nicht jetzt, ob die rumänische und die australischen eingeführt wurden, weil die sind ja auch ziemlich neu und das weiß ich ja nicht, ob die eingeführt wurden, aber ich denke mal, so wie ich die Jungs vom Multiplayer kenne, also da bewegen die sich ja nicht so schnell. Und ja, ich denke mal, mit der Schwarzmüller DLC, da haben die den Druck nachgegeben, mehrere Fans, ne? Und ja, ich denke mal, deswegen haben die auch endlich nachgegeben, dass die auch endlich eingeführt wurde in den Multiplayer, weil es wurde ja auch richtig Zeit. Ich war auch richtig, denke ich, auf dem vom Multiplayer, dass die DLC nicht funktionierte. Und ja, ich muss auch sagen, ich habe die. Ja,
goldene Taste. Wollen wir mal sehen, wo wir den einführen müssen. Bestätigen. Jawohl, das machen wir jetzt. Das wird ein bisschen dauern, bis wir den richtig eingeführt haben. So, müssen mal den Truck drehen, ne? Also den müssen wir jetzt drehen, dass wir den da reinfügen können, also einpacken können. So. Den ziehe ich noch ein bisschen vor. So. So, dann wollen wir mal gucken. Ja, ich mache das jetzt mal auch so aus der Perspektive, dann können wir den Truck ja auch mal ein bisschen sehen. Ja, gut. Wie gesagt, ich habe den so gemacht, dass das wirklich mit dem Truck von Dirk ja ziemlich identisch ist. Das einzige, was er nicht hat, ist die Export-Trans Dings hier, den Skin, ne? Also die Lackierung von Export-Trans, die auch nicht so wahnsinnig schwer ist zu machen. Treffen wir den anderen Trailer, ne? Das wäre doch nicht im Sinne, wie der Dirk das macht. Ne? Nein, das wollen wir nicht so machen. So. Wir wollen keine Zusammenstöße haben. Ja, ich muss auch sagen, ich habe die Lenkempfindlichkeit des Spiels etwas erhöht, nein, nicht erhöht, sondern niedriger gemacht, so damit ich auch besser lenken kann mit der Tastatur. Und ja, es dauert ein bisschen, ziemlich sehr lange. Steigen wir mal in den Truck ein und gehen mal auf 5 Taste. Ja, ihr seht diese Situation und man sieht hier natürlich nichts. Ne? Ihr seht absolut nichts. Und ihr könnt nur in den Spiegel sehen. Ne? Also ist das in der Realität. Realität ist es nicht anders. Also da muss man ja auch schon aufpassen. Ja, da hat man ja auch keine Außenansicht. Ja, ihr seht schon, wir sind schon was richtig drin. Und trotzdem gut eingeparkt. Na. Mal sehen. Ja, guckt euch mal an, perfekt eingepackt. Ja, da wäre sogar sicherlich der Dirk stolz, wie ich geparkt habe. Ja, Freunde, ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Ich bin Octavian von Octas Gameplay. Und ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns demnächst wieder bei dem nächsten Let's Play. Und
Bis dahin, Freunde, wünsche ich euch alles Gute. Vergiss nicht, wenn es euch gefällt, gib ein Like dem Video, subscribe den Kanal und wir sehen uns demnächst wieder. Bis dahin, Freunde, adios, muchachos. Ciao, ciao.